Oha. Samo war nichts los. Am Tresen war der Ritter. Und Zelt von Magierlot. Gab es am Fluss irgendwas? Beginne in Andergast und flieg dann weiter über den Felsen So will ich es machen. bis zum Zeltplatz. Anschließend kehrst du hierher zurück. Gut, bis gleich. Ich bin gespannt. Nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Nuri, ich möchte das. Und Beginne Zelt. am Z über den Feld. Bis zum Moor. Es wird doch wieder nichts. Wieder nichts. Okay, ich guck mal. Am Felsen war der Ritter. Am Zeltplatz. Nichts, die. Felsen, Zeltplatz. Sie ist zu steil. Vielleicht mal nach Andergast. Nuri, ich möchte. Am Zelt. Beginne am. Über Felsen den. und Bis Andergast. nach Ander. Gut. Vermutlich nichts. Da war nicht. Nuri, ich Vielleicht möchte mal am Moor. beginne im. Dann Über den Z Zelt und dann nach bis Andernast. nach Ander. Gut. Da war nicht. Im Fluss haben wir sie noch nicht suchen lassen. Der Fluss geht hier lang. Das heißt, vielleicht hier Flussufer. Felsenzeltplatz vielleicht. Nuri, ich möchte das. Beginne am Fl über den Fl bis zum Z Gut. Geron. Ah, das war richtig. Ist ja gut. In den Ästen eines Baumes sitzt ein kleines Mädchen. Wo genau? In der Nähe vom Fluss. Vor dem Baum stehen ein Mann und eine Frau. Die Frau liest in einer Karte. Darf ich versuchen, sie abzulenken? Versuche es. Gut, bis gleich. Hoffentlich passiert dir nichts. Huhu! Habt ihr das gehört? Fangt mich doch, wenn ihr könnt! Lasst euch nicht verwirren. Zwei Männer sollen ihr folgen. Die anderen bleiben hier. Zu Befehl! Sie sind langweilig und viel zu viele. Zwei von ihnen haben mich bis zum Fluss gejagt.
Die anderen sind am Baum geblieben. Verdammt. Aber danke. Bitte. Okay, wir müssen am Flussufer. Oder auch nicht. Müll hier nicht. Heda! Schon was gefunden? Die anderen Wiesenbereich durchsuchen meine Männer gerade. Schon was gefunden? Die anderen Waldstücke entlang des Flusses. Wiesenbereich. Es gibt neue. Junge. Nein. Dann darf ich keine Befehle. Viel Erfolg. Ja, und wir müssen den Boten finden. Nuri, ich brauche deine Hilfe. Kannst du versuchen, den Suchtrupp von dem Mädchen fortzulocken? Hieron, sie lacht. Es sind zu viel. Nuri, kannst du ver... Hieron, sie... Es sind zu... Okay, wir müssen da Leute wegbringen. Aber wie... Der Trupp hat das gesamte Wald. Angeblich trägt der. Ah ja, vielleicht gefühlt man mit dem Ding irgendwas. Ufer. Angeblich trägt der Boot. So hätte man den am Anfang finden können. Nicht hierhin. Der muss ja irgendwo in der Nähe sein. Aha. Sie ist eindeutig mager. Bist du der Bote? Leider. Gerade will ich einfach nur noch schlafen. Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Das geht nicht. Ich habe mich zu diesem Dienst verpflichtet. Ich bringe ihn auch zu Ende. Und solange nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, schaffe ich es auch. Hör auf, hier rumzusitzen. Du musst weiter. Ich war gerade erst bei allen Gruppen. Ich habe eine Pause verdient. Was hat es mit der Schriftrolle auf sich? Das ist eine magische Schriftrolle. Die Magier können sie im Dunkeln glitzern sehen und greifen mich da nicht an. Was steht drauf? Nichts. Wichtig ist nur, was ich selbst zu sagen habe. Alle Befehle müssen erst durch mich durch. Das macht mich zu einem der wichtigsten Männer hier. Dann schlaf mal gut. Ich versuche nicht. Vielleicht kann man Nuri ihn ablenken lassen. So leicht zer... So, wissen, wo der Boot ist. Nuri, ich brauch... Kannst du fast... Hieron, sie... Es sind zu viel... Tja... Ich habe noch eine Frage. Mach schnell. Wie war das mit... Er läuft von Gruppe, damit wir ihn... Ich hoffe, ihr... Das werden wir... Ja. Hallo! Nichts, die... Irgendwie müssen wir doch das jetzt den Boten müssen wir jetzt irgendwie hier.
Die müssten wir für uns gewinnen. Noch wach? Wenn du so... Das geht nicht. Ich habe mich so... Dann schlaf mal. Ich versuche nicht. Ich bin hier, um sie von ihrer Suche abzuhalten, nicht um sie auszurüsten. Ja. Und nun? Sekunde. Ich tue mir gerade mal was zu trinken. Was machen wir nun? Hier kommen wir nicht weiter. Auch mit dem Messer drohen nicht. Wir müssen zu dem Mädchen, was dort im Baum sitzt, am Ufer. Nuri sagte, Faris Tochter versteckt sich da oben. Ich kann das allerdings nicht nachprüfen, solange hier unten noch jemand ist und sie töten will. Tja, wir lenken mal sie ab. Heda! Ich suche den Boot. Er war hier. Ist er noch hier? Darüber weiß ich. Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Nein, Herrin. Er ist nur ein einfacher Bürger. Dann darf ich keine Befehle entgegennehmen. Geborene Schriftrolle. Viel Erfolg. Nuri sagt, ich kann. Ja. Wir können hier oben nicht. Müssen wir die erstmal ablenken. Ist er hier irgendwo? Sind wir wieder bei ihm? Noch wach? Hör auf hier. Ich wage. Ich habe eine. Wenn du so. Das geht. Ich habe mich. So lang. Dann schlaf mal. Ich versuche. Tja. Noch wach? Hör auf, hier rumzusitzen. Ich war gerade erst bei... Ich habe eine Pa... Dann schlaf mal. Ich versuche nicht... Ja. Ist hier irgendwas? Hier ist er auch nicht. Das ist ja klar. Verstehe es nicht. Zum Zeltplatz kommen wir da irgendwas. Hier ist er auch nicht. Wieder nichts. Ja.
morsches Zeil. Wait, vielleicht können wir... Ah, sehr schön. Jetzt können wir ja rüber. Eda, komm raus! Du bist gar nicht der Bote. Bei den Zwölfen, wie lange dauert das denn noch? Angeblich trägt der... Vielleicht können wir jetzt den Boten hier rüber schicken. Noch wach? Hör auf hier rum. Dann schlaf mal gut. Ich versuche nicht. Oder wohl nicht. Ich muss erst mit ihm reden. Um den Boten ganz weit wegzuschicken. Du siehst unglücklich. Unglücklich? Ich bin wütend. Seit wir hier im Moor angekommen sind, warten wir auf weitere Anweisungen. Aber der Bote mit den Befehlen kommt und kommt nicht. Wenn du ihn siehst, schick ihn her. Machen wir. Glaubst du, die Tulamiden waren hier? Nein. Sie waren auf keinen Fall hier. Niemand kommt freiwillig hierher. Und wenn, dann sind sie schon lange im Morast versunken. Gute Neuigkeiten. Es gibt neue Befehle. Schlechte Neuigkeiten. Ich darf Befehle nur vom Boten entgegennehmen. Schick mir den Boten und vielleicht werde ich endlich glücklich. Wo finde ich den Boten? Was weiß ich? Er trägt eine Fackel und läuft von Gruppe nur hierher. Viel Erfolg noch. Da. Tja, ich bin nochmal zurück. Das ist übrigens, das müsste glaube ich der Boot sein. Deswegen ist er auch hier. Noch wach? Warst du schon beim Suchtrupp im Moor? Ich hatte gehofft, es merkt keiner. Das ist so weit ab vom Schuss. Ich dachte, ich kann das Moor auslassen, bis es neue Befehle gibt. Naja, der Gruppenleiter ist ziemlich sauer deswegen. Ach, ja, ja. Ich mache mich ja schon auf den Weg. Okay, der Bote war scheinbar hier. Was ist? War der Bote inzwischen hier? Ja, aber es gab nichts Neues. Wir stecken hier immer noch fest. Ich habe ihm gesagt, er kann sich zum Namenlosen scheren und ihn fortgejagt. Viel hat mir das nicht gebracht. Ja, ist er jetzt vielleicht hier? Hier ist er auch nicht. Mal schauen, wo er jetzt hin ist. Und wieder hier im Wald. Immer noch an derselben Stelle. Warst du schon im Moor? Ja. Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Das geht nicht. Solange... Der Gruppenleiter... Na gut, so schlimm ist der... Okay, jetzt geht er darüber. Der Bote ist aber nicht hier. Ist er hier beim Felsen? Angeblich trägt der Bote eine...
Noch wach? Ja. Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Das geht nicht. Ich habe mich zu diesem Dienst verpflichtet. Ich bringe ihn auch zu Ende. Und solange nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, schaffe ich es auch. Der Gruppenleiter im... So schlimme... Oh, ich habe eine Idee. Jetzt rennt der da wieder hin, aber das ist... Ah, natürlich. Das sei aber ja kaputt. Wenn der hier nicht lang kann, dann ist da... Vielleicht haben wir ihn dann... Das war jetzt blöd. Hier muss der Boot jetzt sein. Schicken wir ihn jetzt nochmal zum Moor. Vielleicht hilft das uns weiter. Noch wach? Geht so. Ab ins Moor. Der Gruppenleiter im Moor hat wieder nach dir gefragt. Na gut, von mir aus. So schlimm ist der Weg dorthin zum Glück ja doch nicht. Na, dann schlaf mal gut. Schriftrolle. Yay. Ich habe noch eine Frage. Mach schnell. Ich bin der Roboter. Wie war das mit dem Boten? Er läuft von Gruppe zu Gruppe und gibt Anweisungen weiter. Damit wir ihn im Dunkeln erkennen können, trägt er eine verzauberte Schriftrolle bei sich. Tja, okay. Ich hoffe, ihr findet... Das werden... Ach, wir müssen ja hier im Waldstück. Vielleicht können wir... Heda! Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Er trägt zumindest das Zeichen des Boten. Das soll mir reichen. Was sind die Befehle? Eure Gruppe soll die Suche in diesem Waldstück abbrechen und weiterziehen. Sehr schön. Den Fluss entlang. Da kommen wir gerade her. Aber nun gut. Befehl ist Befehl. Ich werde allerdings nicht das gesamte Waldstück aufgeben. Junge, du bleibst hier. Schrei, wenn du etwas Verdächtiges siehst. Zu Befehl, Herrin. Na toll. Eine wäre ich schon mal los. Nuri sagte, ich kann das... Verdammt. Musst du alleine Stellung halten? Ja, aber ich habe keine Angst. Meine Gruppe ist nicht weit. Ich muss nur rufen und sie sind hier. Du bist jetzt allein. Bist du sicher, dass deine Gruppe deine Schreie hört? Ja, ich habe nichts zu befürchten. Ich weiß, dass ich mich auf meine Kameraden verlassen kann. Wenn du meinst. Oh. Es gibt einen neuen Befehl. Du sollst deiner Gruppe folgen. Ich kenne meine Befehle. Wenn sie sich ändern, wird meine Leiterin das selbst ausrichten. Ich bleibe hier. Viel Erfolg noch. Ruhm und Ehre. Ja. Ich kenne aber Nuri jetzt. Vielleicht sind es jetzt nicht mehr so viele. Nuri, ich brauche deine Hilfe. Kannst du versuchen, den Suchtrupp von dem Mädchen fortzulocken? Ja. Huhu, hier bin ich! Was? Wer ist dort? Hey, hier ist jemand! Komm schnell! Beeil dich mal, ich bin gleich weg! Hey, wo bleibt ihr? Warte nur, dich schnapp ich mir! Scheinbar kommt der Trupp doch nicht, wenn du rufst. Es hat geklappt! Er ist jetzt weg. Gut gemacht.
So, na dann. Du kannst runterkommen. Sie sind weg. Wo ist Papa? Das wollte ich dich gerade fragen. Er ist am Wasserfall. Du hast ja wirklich einen sprechenden Raben. Ich habe Fahi gefunden und zum Wasserfall geschickt, wie du es wolltest. Zwischen hier und dort sind sehr viele Menschen. Ich werde versuchen, eine Schneise zu schlagen und das Mädchen durchzuschmuggeln. Vielleicht kann Breda mir dabei helfen. Beeil dich! Diese Jäger machen einen klügeren Eindruck als du. Aber ins Zelt. So, die Truppen haben nun lange genug gewartet. Deine Strategie hat uns nur Zeit gekostet. Ich gebe dir noch eine letzte Gelegenheit. Wie sieht unser weiteres Vorgehen aus? Du schon wieder. Langsam wird es lästig. Verschwinde. Wartet. Vielleicht hat er etwas Wichtiges zu sagen. Dieser Mann schleicht seit Tagen um dich herum. Dir ist wohl nicht bewusst, dass du noch andere Vorzüge hast als dein strategisches Geschick. Ich will dich nie wieder in der Nähe meiner Nachfolgerin sehen. Hast du verstanden? Ich... Raus! Okay, das hat wohl nicht so viel gebraucht. Und nun zurück zu unserem Problem. Enttäusche mich bitte nicht. Das ist die Gelegenheit. Breda muss die Truppen bewegen, damit der Weg zum Wasserfall frei wird. Aber wie sage ich ihr das, ohne dass er es mitbekommt? Erstmal ein Lamp klauen. Nice. Zeltwand. Von hinten einfach. Das haben wir schon mal gemacht. Schon mal durch den Nein. Sie ist so, wie ich sie vor 2 Tagen zurückgelassen habe. Ach, die ist so schon offen. Sie ist so, wie... Ich mache nur einen kleinen Riss. Mein getreues... Das reicht erstmal. Es ist klein... Vielleicht... Das kann nicht dein Ernst sein. Das entspricht nicht der hohen Kunst der Strategie, wie ich sie dich gelehrt habe. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich glauben, du hieltest uns absichtlich auf. Aber was ist, wenn sie wirklich einen Dämon beschworen haben? Dämonen sind chaotische Wesen. Sie handeln nicht nach unseren Regeln. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Nun gut. Aber sei dir bewusst, du wandelst auf einem sehr schmalen Grat. Ich habe dir die Befehlsgewalt aus purem Vertrauen in deine Fähigkeiten übertragen. Ich kann sie dir jederzeit wieder wegnehmen. Die Zukunft unseres Königreichs steht auf dem Spiel. Als ob dieses stinkende Loch je eine Zukunft hatte. Dies ist deine letzte Chance. Wie lautet dein nächster Befehl? Ich muss ihr irgendwie ein Zeichen geben. Ich komme nicht ran. Spanne den Bogen ja nicht zu weit. Tja, wie können wir ja... Ich bleibe lieber... Ich kann ihr nicht eifrig. Ich muss es so tun, dass ihr Vorgesetzter nichts da... Vielleicht. Ich könnte ihr ins Gesicht leuchten. Was ist sie würde nun? Mich dann bemerken. Aber der Kerl würde es auch sehen. Und damit wäre niemandem geholfen. Ich höre. Die Situation ist folgende. Wir haben keinen Überblick über die nördlichen Wälder. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht zu weit von der Stadt entfernen und deren Schutz gefährden. Ich bin dafür, einzelne Spähtrupps vorzuschicken. Andraus Gruppe soll aus der Region nördlich der Steine abrücken und Richtung Steineichenwald aufbrechen. Das würde eine Schneise in unsere Aufstellung schlagen. Man könnte sich leichter an uns vorbeischleichen. Aber die Stadt wäre gesichert. Es herrscht viel Angst und Wut in den Truppen. Wir dürfen nicht kopflos unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Gut. Ich werde den Befehl geben. Aber wenn ich merke, dass das ein gezielter Verwirrungsversuch war, dann gnaden dir die Götter. Wir sprechen dann von Hochverrat. Ich möchte deinen Kopf nicht unter einem Beil wiedersehen. Keine Sorge. So weit wird es nicht kommen. Geschafft.